Milliarden Rettungsschirme und Sparpakete geben sich in ganz Europa sozusagen die Klinke in die Hand. 1949 hat der deutsche Unterhaltungsstar Jupp Schmitz einen Evergreen geschaffen. Mit einer spannenden und heute mehr als 60 Jahre später überaus aktuellen Frage. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Herzlich willkommen bei einem ganzen Interview rund um das liebe Geld. Mein heutiger Gesprächspartner hat sich am internationalen Finanzparkett einen Namen gemacht. Als Börsenhändler, Buchautor und Geschäftsführer der Finanzethos GmbH. Und er gilt als kritischer Kommentator. Sein Arbeitsplatz lag jahrelang direkt unter der großen Anzeigetafel des DAX an der Frankfurter Börse. Über Jahre diente er den Medien und sein Gesicht als Kursverlaufsbarometer. Das verschaffte ihm seinen internationalen Spitznamen Mr. DAX. Ich begrüße Dirk Müller. Grüß Gott, Herr Müller. Hallo. Danke für Ihre Zeit und eine Frage, die sich ganz am Anfang aufdrängt bei all dem, wenn man ein wenig in die Finanzwelt hinausschaut, ein wenig auch nicht nur in die Finanzwelt, sondern auch in die politische Welt. Ist das Finanzsystem, und das ist mit einem großen Fragezeichen versehen, bankrott? Wenn man so will, ist es bankrott, ja. Wir haben viel zu viele Schulden im gesamten System und wir haben nun mal ein System, das auf Schulden beruht. Unser ganzes Geld ist ein Schuldgeldsystem. Geld entsteht ausschließlich durch Kreditaufnahme und somit werden die Schuldenberge automatisch immer höher und das kann irgendwann keiner mehr bezahlen, weil die sehr ungleich verteilt sind, diese Guthaben und die Schulden. Dieser Herr Schmitz, der hat es ja gesagt, wer hat so viel Geld, wer kann es bezahlen? Gibt es jemand, der es bezahlen kann? Naja, dieses Schulden, dieses Schuldgeldsystem wird über viele Jahre und Jahrzehnte von uns allen bezahlt. Wie soll man das am einfachsten erklären? Alles Geld auf dieser Welt besteht aus Schulden. Geld entsteht nur, indem Sie oder wer auch immer zur Bank geht und sich Geld aufnimmt. Dadurch entsteht Geld und dadurch werden die Schuldenberge immer höher. Nur es ist sehr ungleich verteilt. Wir haben beispielsweise in Deutschland 5 Billionen Euro Geldvermögen der privaten Haushalte, was verdammt viel ist. Aber die meisten haben davon gar nichts. Die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat weniger als 4% dieses Geldes und die reichsten 10% haben 2/3 dieses Geldes. Aber, und jetzt kommen wir zu der Frage, wer soll das bezahlen? Alle müssen die Erträge für die wenigen bezahlen, denn es spielt gar keine Rolle. Wenn Sie selbst Schulden haben, müssen Sie die natürlich bezahlen, die Zinsen. Wenn der Staat in Ihrem Namen Schulden gemacht hat, na, die zahlen Sie über Ihre Steuern. Und die Schulden der Industrie, wenn die Maschinen gekauft haben auf Kredit, die Zinsen dafür, die zahlen Sie an der Ladentheke. Da sind die mit reingerechnet. Das heißt, die zahlen Sie immer. Ich bin der Letzte in der Nahrungskette, quasi in der Nahrungskette des Geldmarktes. Der Bürger zahlt, egal wo die Schulden liegen, der Bürger zahlt es am Ende immer. Solange nicht so viele Schulden im System sind, am Anfang, nach einer Währungsreform, dann zahlt er sehr wenig, weil es gibt im gesamten System nicht so viele Schulden. Je länger das System dauert, umso größer wird der Schuldenberg und umso mehr muss er im Laufe des Jahres von seinem Geld abgeben, um diese Zinsen im gesamten System zu bezahlen. Und das geht so lange, bis er, und der Staat steht ja auch für den Bürger, nicht mehr kann. Und dann kommt es immer wieder zu einer Situation, wie wir sie jetzt gerade erleben. Sie haben es angesprochen, Griechenland ist das. Sie haben mehrfach ja prognostiziert, dass Griechenland pleite sein wird, also in eine Insolvenz schlittert, wie auch immer das funktionieren sollte. Jetzt scheint Griechenland irgendwie gerettet, der Schuldenschnitt hat funktioniert. Dass Griechenland, dass Ihre Prognose nicht eingetreten ist, ist das jetzt Glück oder Unglück? Also Griechenland ist pleite, meine Prognose ist eingetreten. Griechenland ist offizieller Default, also offizieller Zahlungsausfall. Also von daher, die Prognose war korrekt, Griechenland ist pleite. Sie konnten ihre Schulden nicht zurückzahlen, sie haben einen Teil ihrer Schulden gestrichen. Das war genau das, was wir prognostiziert hatten. Es war nicht anders machbar. Auch Griechenland ist heute nicht gerettet. Griechenland hat kein funktionierendes Geschäftsmodell, solange es den Euro hat. Wir sagen heute, wenn Aber da sprechen doch alle dagegen. Sie sagen alle, ein Ausstieg Griechenlands aus dem Euro wäre für die Eurozone die große Katastrophe. Und das halte ich für Unfug. Es heißt, dass der Euro Europa zusammenhält. Ohne den Euro wäre Europa nicht fähig. Das halte ich für Unfug. Ohne den Euro, bevor wir den Euro hatten, haben wir als Europäische Union wunderbar zusammengearbeitet. Wir haben 27 Länder in Europa, in der Europäischen Union, von denen 10 nicht den Euro haben. Und
Weder führen wir gegen die Krieg, noch gibt es da wirtschaftliche große Probleme. Im Gegenteil, beispielsweise Polen hat eine toll laufende Wirtschaft momentan und die haben keinen Euro. Und die wissen, warum sie auch gar keinen wollen so schnell. Das spricht aber ein bisschen was auch dagegen, weil man aus der Politik ja immer wieder hört, auch von den Europapolitikern an sich hört, der Euro hat sehr viel gebracht, es ist ein Zusammenhalt. Man könnte auch meinen, dass dieses Europaprojekt, das immer als Friedensprojekt sozusagen gefeiert wird, eigentlich auf nur wirtschaftlichen Beinen fußt. Ist das zu wenig? Das ist definitiv zu wenig. Helmut Kohl, der ja einer der Väter des Euros war, der hat 1991 vor dem Deutschen Bundestag gesagt, es ist ein Irrglaube anzunehmen, dass eine Währungsunion ohne politische Union langfristig wird funktionieren können. Die Währungsunion, die gemeinsame Währung, hätte der Schlussstein in einem europäischen Haus sein müssen. Aber wir haben es als Grundstein genommen und das war ein großer Fehler. Das funktioniert nicht. Jedes Wirtschaftssystem braucht die Währung, die zu seiner Leistungsfähigkeit passt. Griechenland bräuchte seine eigene Währung, Deutschland braucht seine Währung. Oder zumindest Österreich, Deutschland, Holland, die Großen zusammen, die könnten eine gemeinsame Währung haben. Aber jedes System muss ungefähr gleich stark sein, damit es eine gemeinsame Währung haben kann. Griechenland ist da vollkommen weg davon, muss aber mit der gleichen starken Währung leben, wie wir in Österreich und Deutschland. Das kann nicht funktionieren. Und deshalb ist der Euro, so wie er jetzt verwendet wird, der Spaltpilz, aber nicht der Kitt, der Europa zusammenhält. Die gemeinsame Währung müsste am Ende eines europäischen Einigungsprozesses stehen, aber um Gottes Willen nicht am Anfang. Warum hält man dann aus politischer Sicht daran so extrem fest? Es gibt mehrere Gründe dafür. Zum einen weiß man nicht, welche Folgen es unmittelbar hat. Es wird erstmal negative Folgen für viele haben, wenn der Euro jetzt zerbricht. Dass das langfristig das Sinnvollere wäre, okay, aber wer will schon den kurzfristigen Schaden tragen? Zum Zweiten ist es nach wie vor diese politische Überzeugung zu sagen, nein, der Euro steht für Europa, was nicht unbedingt der Fall ist. Wie gesagt, wir haben ohne den Euro als Europäische Union wunderbar gearbeitet. Also ich glaube, man darf sich auch nicht verrückt machen lassen. Es hieß vor 2 Jahren, wenn Griechenland pleite ginge, wenn ein Schuldenschnitt nötig wäre, wäre das der Untergang des Abendlandes. Jetzt ist das passiert, die Welt dreht sich immer noch weiter. Es ist keine Bank pleite gegangen, also irgendwie schien es so schlimm dann doch nicht gewesen zu sein. Ja, aber es ist heftig Geld geflossen, Schuldengeld, wie Sie auch sagen. Das Problem ist offensichtlich die Frage, wie denn Geld überhaupt entsteht. Wir haben es eingangs schon mal angesprochen am Rande, Geld ist ein Schuldgeldsystem, das nur entsteht durch Kreditaufnahme. Und dadurch werden diese Schulden immer höher. Und das ist auch der Grund, warum wir jedes Jahr dieses Wachstum brauchen. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wir starten die Wirtschaft heute bei Null. Es gibt kein Geld, wir fangen bei Null an und nur wir zwei. Ich leihe Ihnen 100 Euro. Sie starten ein Unternehmen für was auch immer. Nächstes Jahr müssen Sie mir 105 zurückgeben. Die 100 Euro plus die Zinsen. Da aber Geld nur durch Schuldaufnahme entsteht, wo nehmen Sie diese 5 Euro Zinsen her? Die müssen Sie sich wieder bei mir leihen oder ein anderer hat sie sich geliehen und Sie haben es dann von ihm verdient durch Handel. Aber jedes Jahr müssen die Zinsen wieder neu obendrauf kommen und muss sich ein anderer dieses Geld zusätzlich leihen. Und deshalb brauchen wir jedes Jahr dieses Wachstum. Ohne dieses System könnten wir ein tolles Jahr, wenn wir das im nächsten Jahr wiederholen. Toll, aber heute ein starkes Jahr und das nächste Jahr nicht nochmal eins draufgesetzt, heißt Stillstand, heißt Katastrophe. Und jeder Politiker erzählt Ihnen, wir brauchen Wachstum, 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 was pervers ist. Jeder Organismus, jeder Mensch, jeder Baum hört irgendwann auf zu wachsen, hat irgendwann eine ideale Größe erreicht. Wenn der unendlich immer schneller weiter wächst, das macht höchstens eine Krebszelle und die führt zum Kollaps des Systems. Da sind wir aber genau bei dem Punkt. Ist das System sozusagen schon krebsbehaftet? Anders formuliert, ist dieses System vor dem Kollaps? Dieses System ist, ja, wo wir es Kollaps nennen wollen, es kann zu einem Kollaps werden. Was muss passieren, dass einerseits das System, man das System einfängt, nämlich so, dass es zum Positiven sich für alle wendet, oder dass es genau das Gegenteil passiert, nämlich dass es wirklich zum Kollaps wird? Absolut. Wir kommen alle paar Jahre, alle paar Jahrzehnte, immer wieder, seit Jahrhunderten, an diesen Punkt, an dem wir jetzt sind, an dem die Masse der Menschen diese Schuldenlast nicht mehr tragen kann, so wie wir es vorhin schon mal angesprochen haben. Und dann kommt es zu der Situation, ich nenne es eine Neutralisierung von Schulden und Guthaben. Das geht auf 3 Varianten und all diese 3 Varianten werden heute schon durchgespielt und exerziert. Die erste Variante ist ein ganz knallharter Schnitt.
Ich kann Schulden und Guthaben neutralisieren, indem ich sie einfach wegschneide. Griechenland streicht einen Teil seiner Schulden, zahlt die nicht mehr zurück. Gleichzeitig werden Guthaben, Ansprüche an Griechenland gestrichen. Eine Variante. Zweite Variante, ich kann es über Steuern machen. Ich kann sagen, ich nehme den Reichen 50% ihres Vermögens weg und tilge damit Schulden des Staates. Das wird zum Beispiel in Frankreich momentan besprochen, über 75% Spitzensteuersatz oder über Sonderabgaben für Immobilienbesitzer, ähnliche Dinge. Dritte Variante, und das ist die häufigste und am meisten verwendete Variante, Inflation. Ich möchte ein ganz überspitztes Beispiel bringen, wie sowas funktioniert. Wenn Sie heute 1 Million Euro Schulden haben, ist Ihr Schuldenberg sehr groß. Würde aber ein Brötchen morgen 2 Millionen Euro kosten, wäre Ihr Schuldenberg durchaus tragbar. Ich selbst bin vielleicht Millionär, ich bin es nicht, aber angenommen, ich wäre Millionär, ich hätte 1 Million, morgen würde ein Brötchen 2 Millionen kosten, dann wäre ich immer noch Millionär, aber irgendwie hat sich mein Leben dennoch geändert. Auf den Punkt gekommen ist ja das in etwa die Situation, die sich jetzt in Griechenland darstellt, nämlich die Schulden, also das Schuldenproblem, die Schuldenfalle ist für den Staat im Großen und Ganzen, zumindest derzeit, wie es aussieht, ein wenig eingefangen. Sie sagen, das geht weiter, das wird also noch nicht, das ist noch nicht, das Ende ist noch nicht erreicht. Den Menschen in Griechenland geht es aber schlecht. Absolut. Sie haben weniger Arbeit, es gibt viele Arbeitslose, es gibt soziale Probleme da und dort. Das, was Sie skizzieren, hat ja ganz konkrete Auswirkungen auf jeden Einzelnen. Sollte das nicht mehr funktionieren? Die Auswirkungen sind aus meiner Sicht also sehr eklatant. Ist denn Inflation sozusagen ein gangbarer Weg? Inflation ist der am meisten genommene Weg und man versucht es auch jetzt wieder. Was in Griechenland passiert, ist schlichtweg eine Katastrophe und zwar eine Katastrophe mit Ansage. Wir selbst, ob es in Deutschland oder Österreich ist, wir wussten von früh an, dass es eine Katastrophe wäre, in diese Krise hineinzusparen. In Deutschland hatten wir in den 30er Jahren Reichskanzler Brüning, der das genau gemacht hat, in die Krise hineinzusparen, um die Finanzmärkte zu beruhigen. Die Konsequenz war ein Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft und eine Radikalisierung der Bevölkerung. Wir in Deutschland haben den Leuten 2008, 2009 gesagt, es wäre die Katastrophe, in die Krise hineinzusparen. Wir müssen jetzt investieren, Abwrackprämie, Schulden machen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und obwohl wir wussten, wie es richtig geht und was Fehler sind, haben wir die Griechen und auch die Portugiesen, andere, gezwungen, in die Krise maximal hineinzusparen, wohlwissend, dass es in die Katastrophe führt, dass die griechische Wirtschaft einbricht, die Bevölkerung in die Armut treibt. Wir sehen Situationen, dass in Griechenland Mütter ihre Kinder beim SOS-Kinderdorf abgeben, weil sie sie nicht mehr ernähren können. Ich hatte gedacht, dass in Europa, in meinem Europa, die Situation, dass Menschen ihre Kinder weggegeben haben, weil sie sie nicht mehr ernähren konnten, 500 Jahre her ist. Wenn das der Euro ist, wenn das der Frieden ist, den uns der Euro bringt, dann verzichte ich gerne darauf. Sehr starke Ansage und ist nachvollziehbar. Es stellt sich dann trotzdem eine Frage, die sich rund um das Ganze baut. In Wahrheit, Sie sagen, Geld ist ein Schuldensystem. Dieses Schuldensystem ist über Jahrzehnte aufgebaut. Es ist weltumspannend. Und da kommt ja die Frage auf, dass wir ja nicht, wie soll ich sagen, wir denken linear eigentlich und kommen mit dem Zinseszins in Wahrheit nicht zusammen. Und das große Problem, das sich für mich darstellt, ist dieses Zinseszinssystem. Oh ja. Das ist ja eigentlich Abzocke. Absolut. Es ist ein System, vielleicht, wenn Sie mir das gestatten, das in einigen Sätzen mal dazu schildern, welchen Effekt dieser Zinseszins hat. Das wird immer landläufig vollkommen unterschätzt, dieser Zinseszinseffekt. Nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Ich nehme gerne diesen Josefspfennig. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Nehmen wir an, der Josef hätte vor 2011 Jahren zur Geburt seines Sohnes Jesus das gemacht, was ein guter Vater tut, ein bisschen Geld anzulegen. Hätte es auf ein Sparbuch gelegt, Volksbank von Judäa, hätte gut verhandelt, 5% Zinsen ausgehandelt, Hochzinsphase. Und im Laufe der Geschichte ging das Sparbuch verloren. Wir finden heute dieses Sparbuch nach 2011 Jahren, ein einziger Eurocent, wenn es ihn damals schon gegeben hätte, mit 5% verzinst. Da wären heute mehrere Milliarden Weltkugeln aus purem Gold rausgekommen. Unvorstellbare Dimensionen. Das ist dieses exponentielle Wachstum. Das kann nicht funktionieren. Nehmen wir es linear, das heißt, er hätte jedes Jahr die Zinsen abgehoben und hätte sie separat aufbewahrt, ohne dass sich die mitverzinst hätten, dann wäre in all diesen Jahren ein einziger Euro rausgekommen aus diesem Cent, den er angelegt hat. Der Unterschied zwischen einem linearen System, einem Zins und einem Zinseszinssystem ist ein Euro zu
Hunderten von Milliarden Weltkugeln aus Gold auf 2000 Jahre. Und das kann nie funktionieren. Und deshalb, es gibt niemanden, obwohl es die Zinseszinssysteme ja schon seit seit Jahrhunderten gibt, hat nie ein solches System langfristig funktioniert. Es kam immer wieder zu dem, was wir eingangs mal als Neutralisierung von Schulden und Guthaben genannt haben. Beispielsweise eben über Inflation. Es gibt den französischen Franc schon seit ein paar hundert Jahren, aber immer mit sehr hoher Inflation, sodass das immer wieder entwertet und weggefressen wurde. Nur so kann das funktionieren. Und auch das haben wir jetzt wieder. Wir müssen die Schulden irgendwie loswerden. Nur Schulden loswerden heißt auf der anderen Seite, ich muss irgendwem, der diese Ansprüche hat, der die Guthaben hat, auch was wegnehmen. Liege ich falsch mit dem Gedanken, dass es hier offensichtlich sich mit der ganzen Schuldenkrise und mit der, viele sagen, es geht ja nicht einmal um eine richtige Schuldenkrise, sondern es geht eigentlich um eine Liquiditätskrise in Wahrheit, sagen manche, dass da eigentlich ein großes Match im Hintergrund im Gange ist, das wir eigentlich gar nicht sehen, nämlich dieses Match, die Wirtschaftsmacht USA gegen das gute alte Europa, das jetzt versucht auf eine gewisse Art im weltumspannenden Parkett eine Rolle zu spielen. Es ist neuerdings immer wieder die Rede von den Vereinigten Staaten von Europa. Man hört es immer öfter, immer mehr. Es gibt auch Mechanismen, die in die Richtung schon gehen. Dieser europäische Schutzschirm, der jetzt geschaffen wird, das ist ja schon so ein erster Mechanismus, der eine Vereinigte Staaten von Europa machen sollte, also eine gemeinsame quasi Finanzsprache, eine Antwort auf die Angriffe, die da über den großen Teich kommen. Sind das Angriffe, die über den großen Teich kommen, oder ist das eine Verschwörungstheorie? Ich halte es nicht für eine Verschwörungstheorie, vor allem wehre ich mich immer gegen den Begriff der Verschwörungstheorie. Früher hieß es mal investigativer Journalismus, heute heißt es dann Verschwörungstheorie. Nein, es ist tatsächlich so, dass Amerika kein Interesse an einem starken Euro oder einem starken Europa haben kann. Aber vielleicht, es kommen mehrere Probleme aufeinander. Wir haben weltweit ein Schuldenproblem, das haben wir alle. Entwickelten Staaten sind massiv überschuldet. Die Bürger aller entwickelten Staaten können diese Last momentan nicht mehr tragen. Es knirscht überall, nicht nur in der Eurozone, sondern auch in Großbritannien, in Japan, in den USA. Da noch viel mehr als bei uns. Nur der Scheinwerfer strahlt momentan auf Europa. Und wir haben das Euro-Problem als ein komplett separates Thema. Und das vermischt sich in Europa zu einem größeren Ganzen. Und das macht es so kompliziert. Aber tatsächlich, Europa möchte zusammenwachsen und muss es jetzt auch, dass Europa immer mehr zusammenwächst und am Ende etwas steht wie die Vereinigten Staaten von Europa. Das wäre gar nicht das Verkehrteste, das wäre sinnvoll. Aber, und jetzt muss man die Menschen mitnehmen, das kann kein bürokratisches Europa sein, von irgendwelchen Menschen dominiert, die keiner gewählt hat, die keiner kennt, die keiner will, sondern es muss ein demokratisches Europa sein, wo die Menschen entscheiden, was passiert, wo man die Institutionen versteht und wo man die auch gewählt hat. Dann sind die Menschen auch bereit, einen solchen Schritt mitzugehen. Wir haben in Österreich, aber auch in Deutschland, wir haben verschiedene Reiche gehabt, verschiedene Herrscher gehabt, die sich dann irgendwann zusammengeschlossen haben. Immer noch werden die einzelnen Bereiche, die einzelnen Bundesländer machen ihre eigene Politik, so wie jede Gemeinde ihre eigene Politik macht. Aber es gibt oben drüber ein gemeinsames Wesen, dass man sagt, wir große Probleme lösen wir auch gemeinsam, als gemeinsamer Staat. Und das haben wir in immer größeren Dimensionen gemacht. Der nächste Schritt ist es eben in Europa mit verschiedenen Staaten, die eigene Kontrolle haben, aber große Probleme gemeinsam lösen als Vereinigte Staaten von Europa. Aber wie gesagt, demokratisch zu Amerika. Die Frage ist, welches Interesse hätte Amerika, wenn die Vereinigten Staaten von Europa Wirklichkeit würden? Wenn Europa nicht mehr zerstritten untereinander jeder was anderes sagt, sondern als eine große Supermacht, die auf Augenhöhe mit Amerika international plötzlich politisches und wirtschaftliches Gewicht entwickeln würde, hat Amerika an einer solchen Entwicklung wirklich Interesse? Oder ist es nicht viel geschickter, einzelne Staaten aus Europa mit allen befreundet zu sein, aber sie unterschiedlich zu instrumentalisieren, für was man sie gerade benötigt? Wir hatten vor 2 Jahren darüber gesprochen, dass der Euro den US-Dollar als Weltleitwährung ablösen wird. Das ist vom Tisch. Hat Amerika ein Interesse daran gehabt, dass der Euro so stark wird und irgendwann den US-Dollar als Weltleitwährung ablöst? Amerika lebt davon finanziell, dass der US-Dollar Weltleitwährung ist und Öl ausschließlich gegen Dollar zu kaufen ist. Wenn das nicht mehr der Fall wäre, wenn plötzlich der Euro diese Rolle übernehmen würde, wäre das ein elementares, existenzielles Problem für die USA. Also da kann gar kein Interesse an einem starken Euro bestehen. Also jetzt bleibt die Frage, was ist wahrscheinlicher, dass Amerika zuschaut und sieht, wie der Euro die Weltdominanz
vielleicht gefährdet. Oder dass man dagegen was unternimmt, dass Amerika zuschaut, wie Europa zu den Vereinigten Staaten von Europa wächst. Oder dass man da frühzeitig sagt, Freunde, das wäre uns lieber, wenn das so bleibt, wie es ist. Die Frage ist, was ist wahrscheinlicher? Und jetzt sind wir weit entfernt von der Verschwörungstheorie, sondern in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das heißt, das ist eigentlich, wenn ich es hart formuliere, ein Wirtschaftskrieg, der gerade abläuft? Wir sehen momentan eine Entwicklung weltweit. Wenn man einfach mal 3, 4 Schritte zurückgeht, Dinge, die jetzt in diesen Monaten passieren, seit 2007, 2008, funktioniert wie im Zeitraffer. Dinge, die sonst über Jahrzehnte sich entwickelt haben, passieren jetzt in Monaten. Denken Sie an die Entwicklung in Nordafrika. Innerhalb von wenigen Monaten sind hier mehrere Regime, mehrere Machtzentren, die Jahrzehnte Bestand hatten, kollabiert. Die Entwicklung in Asien, die Entwicklung um Europa, um die Währungen, Dinge, die über Jahrzehnte gelaufen sind bisher, passieren jetzt im Zeitraffer. Die Welt wird durch diesen internationalen, ich nenne es Reset der Währungen, der Schuldensysteme, da passiert sehr, sehr viel momentan und es wird eine komplette Neuordnung geschaffen. Die Machtachsen verschieben sich, die wirtschaftlichen Achsen verschieben sich. Diejenigen, die das sehen, die Einflussmöglichkeit haben auf diese Situation, versuchen das zu nutzen, müssen sie nutzen, um ihr Haus zu bestellen für die Zeit danach. Es wird die Welt neu sortiert, neu aufgeteilt. Und wer jetzt nicht mitspielt, wer jetzt nicht alles in die Waagschale wirft, wird das Nachsehen haben. Und wer jetzt richtig agiert, wird nach dieser Zeit wieder auf Jahrzehnte die Welt dominieren. Jetzt ist die Frage, werden die Großmächte, die in dieser Situation agieren, sich zurückhalten und sagen, schauen wir mal, was passiert? Oder werden die versuchen, dieses Heft in die Hand zu nehmen und die Dinge so zu dirigieren, soweit es möglich ist, um die eigene Position zu begünstigen, um in der Formel-1-Sprache zu bleiben, um beim Start auf Pole-Position zu stehen. Und ich glaube, wenn ich mir anschaue, was in den letzten Jahren passiert ist, macht Amerika in diese Richtung sehr, sehr vieles richtig momentan. Eines, das, was Sie offensichtlich richtig machen, ist, dass es scheint für mich so, ich nehme es nicht als Behauptung, es scheint nur so, dass es weltweit offensichtlich nur 3 Institutionen gibt, die entscheiden, ob wer kreditwürdig ist oder nicht. Ich spreche von den Ratingagenturen, die locker flockig vielleicht, auf der anderen Seite auch strategisch, vielleicht auch politisch gesteuert, ich kann es nicht sagen, weil ich den Einblick nicht habe, aber vielleicht haben Sie diesen Einblick, ein Rating abwerten und durch das Abwerten da relativ viel Geld bewegen. Meine Frage, die sich danach richtet, sich in diese Richtung. Die Frage ist doch die, wer hat etwas davon, wenn zum Beispiel Österreich, wenn Deutschland von einer Ratingagentur abgewertet wird? Das haben doch wieder nur die Investoren etwas. Sie verdienen mehr Zinsen. Das hat mehrere Aspekte. Zum einen haben dadurch natürlich die Investoren, die dort Geld anlegen, neu anlegen, höhere Renditen. Wir sehen das zum Beispiel und haben das lange Zeit gesehen, dass regelmäßig unmittelbar wenige Tage bevor ein Staat wie Spanien oder Portugal neues Geld aufnehmen musste, es in der Bankenwelt plötzlich neue Informationen gab, wie schlimm es um Spanien aussieht, wie schlimm es um Portugal aussieht. Die Renditen gingen nach oben. Der Staat musste dann sehr hohe Zinsen bezahlen für die neuen Anleihen. Unmittelbar danach gingen die wieder etwas runter. Also allein da war schon ein Staccato im Informationsfluss. Das sind so kleine Spielchen. Aber ja, natürlich, der Investor hat erstmal mehr davon. Aber es ist natürlich auch ein Machtspiel. Die Ratingagenturen, die großen, gehören für mich zu den mächtigsten Organisationen auf Gottes Erdboden. Sie entscheiden mit ihrem Buchstaben, mit ihrer Entscheidung, die sie auch nicht begründen müssen. Es ist ja nur ihre Meinungsäußerung, wie sie selbst sagen. Aber damit entscheiden sie, wer auf dieser Welt Geld bekommt und wer nicht. Und derjenige, der Geld bekommt, da entscheiden sie noch drüber, was der dafür bezahlen muss. Das ist eine unglaubliche Macht, die ich über die Haushalte sämtlicher weltweiter Staaten und Unternehmen habe. Und das muss man sich auch überlegen zum Thema Verschwörungstheorie. Man immer nur Wahrscheinlichkeiten zu überlegen. Was ist wahrscheinlicher? Wir sind uns einig, dass jede Großmacht, das ist kein amerikanisches Phänomen, jede Großmacht, das machen die Russen, das machen die Chinesen, tut alles in seiner Macht Stehende, um seine eigenen Möglichkeiten, seine Macht zu erweitern, zu erhalten und um Schaden und Einfluss von außen abzuwehren. Das geht im Militärischen, das geht im Geheimdienstlichen, das geht im Nachrichtenbereich und selbstverständlich auch im wirtschaftlichen Bereich. Ist es also anzunehmen, dass eine Supermacht, die über solch brisante Waffen wie diese Ratingagenturen bestimmen kann,
dass man diese Waffe nicht nutzt, sondern sagt, wir machen zwar alles, aber das überlassen wir dem freien Markt? Oder ist es wahrscheinlicher, dass man hier sehr wohl Einfluss nimmt und seine geostrategischen Interessen damit auch verteidigt? Was ist wahrscheinlicher? Man kann natürlich glauben, dass Amerika, dass die Politik sagt, wir halten die Ratingagenturen, da halten wir uns komplett raus. Aber ist es wahrscheinlich, dass das der Fall ist? Das muss jeder dann für sich entscheiden. Wem gehören diese Ratingagenturen? Die Ratingagenturen beispielsweise, wenn man sich in die Eigentümerstruktur reinschaut, das sind die großen Finanzhäuser der Wall Street, amerikanische, die dort die Aktienpakete halten, die dort Anteilseigner sind. Aber ganz spannend wird es auch, wenn man in die Organisationsstrukturen reinschaut. Beispielsweise die Ratingagentur S&P, eine der größten, ist eine hundertprozentige Tochter. Standard & Poor's. Standardmäßig arm übersetzt. ein Kabarettist hat es, wenn ich diesen Ausschwenker nehmen darf, unlängst so schön übersetzt. Er sagte, Standard & Poor's heißt standardisiert und arm, Moody's launisch und Fitch, das der Iltis. Wenn der Iltis launig wird, dann sind wir regelmäßig arm. Also ja. Vielleicht können wir es so zusammenfassen. Wenn man in die Standard & Poor's Zahlen schaut, dann sieht man, dass dort dass Standard & Poor's eine hundertprozentige Tochter des McGraw-Hill-Konzerns ist. Der wiederum wird geführt von Harold McGraw III. Harold McGraw III. War persönlicher Berater von Präsident George Bush. Barbara Bush ist im Aufsichtsrat von McGraw-Hill. Also hier ist eine direkte Verbindung zwischen der amerikanischen Politik und den Rating und dieser Ratingagentur. Die ja immer abgestritten wird. Dass da keine Einflussnahme stattfindet, man kann es glauben, aber ich würde diesen Glauben für ausgesprochen naiv halten. Wenn eine Ratingagentur ein Machtwort spricht oder einen Strich weniger macht, dann das bewegt sich relativ viel Geld. Woher kommt diese Macht? Ich meine, das kann in den USA eine Rolle spielen, aber wieso reicht sie über den gesamten Erdball? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die viel zu selten gestellt wird. Wo kommt denn diese Macht der Ratingagenturen her? Die Macht besteht im Geld. Amerika ist der größte Finanzmarkt der Welt. Die amerikanische Regierung ist pleite. Die haben 15 Billionen Schulden und wissen nicht, wie sie das bezahlen sollen. Aber die Wall Street, die großen Pensionskassen, da liegt das Geld. Die wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Und die entscheiden mit diesen riesigen Summen, was auf dieser Welt passiert, wo das Geld hinfließt und wo es nicht hinfließt. Niemand von internationaler Größenordnung, ob das ein Unternehmen oder ein Staat ist, kann sich's erlauben, auf diesen amerikanischen Kapitalmarkt zu verzichten. Auf den ist man angewiesen, um dort Anleihen zu platzieren, damit man das Geld aufnehmen kann. Die Konsequenz ist, dass ein Gesetz in Amerika angereicht ist, diese Macht zu manifestieren. Nämlich ein Gesetz, das besagt, dass nur derjenige am amerikanischen Kapitalmarkt Geld aufnehmen darf, wenn er sich von einer in Amerika zugelassenen Ratingagentur bewerten lässt. Also wir könnten in Europa noch drei eigene Ratingagenturen gründen. Wenn die in Amerika nicht zugelassen wird, können wir es auch lassen. Jedes Unternehmen, jeder Staat muss sich von einer US-Ratingagentur raten lassen, um dort Geld aufnehmen zu können. Das ist das amerikanische Gesetz. Das heißt, wie man es sehen will, man ist ausgeliefert und das ist die Macht, die Monopolstellung sozusagen, weil dieser amerikanische Geldmarkt so groß ist und ohne dieses Geld es nicht gehen würde? Absolut. Wie passt das zusammen? Amerika hat, wie Sie sagen, 15 Billionen Schulden, hat ein Griechenland-Schicksal eigentlich, ja, ist, könnte man sagen, es war ja politisch zumindest schon zahlungsunfähig sozusagen, wenn es nicht da die Beschlüsse gegeben hätte, diesen Schuldenrahmen noch weiter auszubauen. Mhm. Wie passt das zusammen? Einerseits der größte Geldmarkt, auf der anderen Seite ist dieses große Land, dieser Kontinent, pleite, wie Sie sagen. Das kann man sagen. Die Amerika ist pleite. Die können es eigentlich nicht bezahlen. Sie leben nur, indem sie ständig neue Kredite aufnehmen. Von wem die gekauft werden, diese Schulden, wer ihnen das Geld gibt, das ist ja ganz unterschiedlich. Die amerikanische Notenbank Fed spielt da ja da mittlerweile mächtig mit und hat jetzt für Billionengrößenordnung inzwischen US-Staatsanleihen gekauft. Die amerikanische Notenbank Fed ist wiederum aber keine staatliche Organisation, wie man meinen möchte, sondern gehört den großen amerikanischen Banken. Die sind Eigentümer der amerikanischen Notenbank. Bank Fed. Also sie stellen praktisch selbst dieses Geld her, für das dann der amerikanische Steuerzahler haften muss und leihen es sich dann von sich selbst
und kassieren die Zinsen. Die Zinsen muss der amerikanische Steuerzahler erwirtschaften und an den Staat abtragen. Also es ist eigentlich ein Ponzi-Scheme, es ist ein Pyramidenspiel, ein Schneeballsystem, das nicht funktionieren kann auf Dauer, aber im Moment noch am Rollen ist. Und dieser Schneeball wird immer größer und rollt auf uns zu. Ja, was tue ich? Er rollt ja nicht nur auf Sie, er rollt auf den kleinen Dirk und auf den kleinen Christoph zu und er weiß nicht, was er tun soll. Und das ist die grundlegende Frage. Was tue ich denn? Also erstmal wäre es eine gute Idee, diesem Schneeball aus dem Weg zu gehen. Und vielleicht. Wie ist die Frage? Ich könnte Ihnen jetzt sagen, nehmen Sie einen Flieger in die Südsee, aber nein, das ist die falsche Empfehlung. Wir sehen, dass wir dem Geld nicht mehr vertrauen können. Schuldgeldsystem. Wir reden, wie kann man diese Schulden wegkriegen, indem man Guthaben streicht. Das heißt, Staatsanleihen sind vielleicht irgendwann nichts mehr wert. Hätten Sie mich vor 10 Jahren gefragt, Müller, wie lege ich mein Geld sicher an? Dann hätte ich Ihnen sicherlich gesagt, kaufen Sie sich eine Staatsanleihe. Österreichische, deutsche Staatsanleihe, sind Sie gut bedient, kriegen Sie keine Riesenzinsen, aber ist sicher. Wenn ich Ihnen heute sage, kaufen Sie eine Staatsanleihe, lachen Sie mich aus und das mit Recht. Wir können dem Geld nicht mehr vertrauen, wir können diesen Schuldversprechen nicht mehr vertrauen. Denken Sie an die großen Banken in Europa. Die trauen sich momentan über Nacht nicht. Die leihen sich gegenseitig über Nacht kein Geld, weil sie Sorge haben, es am nächsten Morgen von dem auf der anderen Straßenseite nicht zurückzubekommen. Stattdessen hinterlegen sie es lieber bei der Europäischen Zentralbank. Und diesen Banken soll ich jetzt mein Geld vielleicht auf einem Festgeldkonto auf 3 oder 4 Jahre anvertrauen, ohne drankommen zu können. Kann ich machen, halte ich aber für ausgesprochen mutig. Also ich würde es nicht tun, ich würde mich aus langlaufenden Geldanlagen wie Festgeldern, wie Staatsanleihen raushalten zurzeit. Bestenfalls noch ein Tagesgeld, wo ich jeden Tag drankommen kann, wenn ich reagieren muss. Ansonsten würde ich mich konzentrieren auf reale Werte, auf Aktien, auf Edelmetalle, auf alles, was einen realen Wert hat. Denn wenn es Inflation gäbe oder andere Dinge, dann habe ich einen realen Wert und den kann ich gegen einen anderen realen Wert auch tauschen, auf welchem Umweg auch immer. Wenn ich einen realen Wert habe, kann ich auch für was zu essen bekommen und so weiter. Sie haben gesprochen vom Wachstum, dass das das große Credo ist. Irgendwann ist der Zenit erreicht, weil interstellar können wir ja keinen Handel mehr treiben. Also wem sollen wir es noch verkaufen? Das ist das eine. Das andere ist, Schulden wird ja auch irgendwann der Plafon erreicht werden, dass der Bürger, der Einzelne, Sie, ich, das nicht mehr tragen können, was der Staat kostet, was sozusagen die Schulden kosten. Wann ist der Zenit erreicht, aus Ihrer Sicht? Das lässt sich jetzt nicht auch in einem Monat festmachen, aber wir haben sicherlich diesen Zenit erreicht, dass dieses Schuldgeldsystem nicht mehr funktioniert. Wir sehen im Moment, dass dieser Reset stattfindet. Alle Dinge, die wir im Laufe des Gesprächs mal besprochen hatten, ob das Schuldenstreichung ist, Inflation ist, hohe Steuersätze für hohe Einkommen, all diese Dinge werden aktuell diskutiert, finden zum Teil schon statt. Es kann eine Mischung aus dem sein, es kann Einzeldinge sein, es kann zu einer verstärkten Inflation kommen. Es kann auch zu einer Hyperinflation werden, wenn unsere Inflationierung schief geht. Es ist alles momentan denkbar, aber es findet jetzt statt. Es findet in diesen Jahren statt. Wir werden es nicht noch mal 10 Jahre in die Zukunft verlagern können. Es heißt seit Jahrzehnten, wir verfrühstücken die Zukunft unserer Kinder. Das wussten wir, das wussten die vor uns. Aber wenn das seit Jahrzehnten so heißt, dann bedeutet das nichts anderes, als wir waren die Kinder, deren Zukunft man verfrühstückt hat. Und wir müssen die Zeche jetzt zahlen. Um die Nummer kommen wir nun mal nicht rum. Aber noch mal, auch das vielleicht für die Zuschauer ganz wichtig. Die Welt geht nicht unter. Es wird nicht morgen so sein, dass sie nichts mehr zu essen kriegen, sie werden auch morgen noch Banken haben, Unternehmen haben. Sie werden warm zu schlafen haben, sie werden zu essen haben, zu trinken haben, sie können ihre Meinung sagen. Es wird Veränderungen geben, aber die Welt geht nicht unter, da kann man sich drauf einstellen. Denken Sie an die Generation vor uns, was die alles mitgemacht haben, was die und überlebt haben. Wenn ich an Deutschland denke, 45, wie Deutschland da aussah, eine Trümmerlandschaft, wie das auch nur 7 Jahre später aussah. Wir dürfen nie unterschätzen, die Kreativität des menschlichen Geistes, Probleme anzugehen, zu lösen, Dinge zu verändern. Und auch das, wir dürfen nicht die Probleme, die wir jetzt sehen, hochrechnen und sagen, die Welt bricht zusammen. Wir werden dieses System wieder verändern müssen. Wir werden wieder über Inflation, über verschiedene Kombinationen wieder die Schulden einfangen müssen. Da werden wieder Leute auf Geld verzichten müssen. Die werden von dem, was sie auf dem Konto haben, wieder was verlieren. Aber deshalb geht die Welt nicht unter. Deshalb finden wir nicht eine flächendeckende Armut und müssen uns wieder von Gras oder sonst was ernähren. Lassen Sie sich da um Gottes Willen nicht verrückt machen. Beobachten Sie, was passiert. Versuchen Sie sich bestmöglich darauf einzustellen. Aber um Gottes Willen, lassen Sie sich den Lebensmut nicht nehmen und machen Sie sich nicht verrückt. Die Generationen vor uns haben ganz andere Dinge gemeistert und das bisschen kriegen wir noch hin. Trotzdem, ein Schicksal wie Griechenland es momentan hat, ist durchaus vorstellbar auch für Spanien und Portugal.
letztlich auch für alle anderen, wenn diese ganzen Rettungsschirme sozusagen schlagend werden. Jetzt die jüngste Forderung ist, dass man sagt, also dieser Rettungsschirm soll mindestens 1 Billion Euro betragen, damit es ein schlagkräftiges Instrument ist. Draghi sagt, es ist eigentlich am Horizont ein Silberstreifen zu sehen. Wir haben es gut gemacht. Brauchen wir die Billion-Rettungsschirme aus Ihrer Sicht? Haben es die Politiker? Mhm. Also wir haben sie ja mitgemacht, weil wir haben sie ja gewählt, die Politiker. Ja. Haben es die richtig gemacht? Also ist man auf einem guten Weg? Na, also ob wir die alle gewählt haben, die jetzt in Amt und Würden sind, möchte ich mal bezweifeln. Also wir haben weder die Politiker in Brüssel gewählt, noch haben wir, die Italiener haben ihre jetzige Regierung nicht gewählt, die Griechen haben ihre jetzige Regierung nicht gewählt, die wurden eingesetzt. Also wenn man sowas wahrscheinlich in irgendwelchen osteuropäischen oder asiatischen Staaten gesehen hätte, würde man mit denen wahrscheinlich den Handel einstellen, wegen undemokratischen Verhaltens. Aber das ist hier einfach mal passiert. Das war praktisch ein Putsch der Geldsysteme, die gesagt haben, so, und jetzt setzen wir mal hier unsere Vertreter ein, die jetzt hier mal für Ordnung sorgen. Das sind Leute mit einem Hintergrund großer amerikanischer Häuser, Goldman Sachs namentlich. Also was hier stattgefunden hat, wir haben in Italien und Griechenland momentan keine demokratischen Regierungen. Das müssen wir uns darüber im Klaren sein. Also so weit zum Thema, die haben wir gewählt. An der Spitze stehen doch zum Teil ehemalige Goldman Sachs Mitarbeiter. Richtig, ganz genau. Da muss man aber wissen, dass Goldman Sachs ja ein weniger wirtschaftliches als ein durchaus politisches Mittel ist in den USA und auch seine Tentakeln quasi um die Welt spannt. Also Goldman Sachs ist ein ausgesprochen umstrittenes Bankhaus, extrem erfolgreich natürlich, ja, aber eben mit sehr, sehr viel Einfluss, sehr viel Macht. Und diese Macht und Einfluss wird genutzt. Das machen die schon seit vielen Jahrzehnten. Das machen sie so weit sie es können, so gut sie es können. Und ich sage, das kann man denen gar nicht mal vorwerfen, dass die an alle Grenzen gehen, die ihnen gesteckt werden. Und wenn da keiner ist, der die Grenzen steckt, dann werden die immer weitergezogen. Und dadurch, dass man sehr großen Einfluss auf die Politik hat, Goldman Sachs hat sogar den Finanzminister gestellt. Hank Paulson war der Vorstand von Goldman Sachs, bevor er Finanzminister wurde. Also enger kann die Verbindung ja nun nicht sein. Und wenn plötzlich der eigene Mann die Gesetze macht, dass die natürlich nicht besonders eng sind, ist klar. Und dass dadurch die Machtfülle immer größer wird, ist auch nachvollziehbar. Ob das Ganze dann nur noch zum Nutzen dieses Unternehmens ist und seiner Partner, Teilhaber und Kunden oder zum Nutzen der Gesellschaft, ich glaube, die Frage kann sich hier selbst beantworten, aber hier ist der Bürger gefordert, die Politik zu intronisieren, die eben als neutraler Richter agiert, der für alle Teilnehmer, für die Privatleute, für die Unternehmen, für die Banken die Grenzen so setzt, dass sich jeder frei entwickeln kann, aber nur so weit, dass er nicht das große Ganze und die anderen schädigt. Und da muss der Bürger wieder mal den Mund aufmachen und sagen, Freunde, so nicht. Und das tut er momentan über Aktionen wie Occupy oder Piratenpartei oder ähnliche Dinge, wo es plötzlich für die Etablierten eng wird. Aber greifen diese Aktionen? Ich meine Folgendes. Ein von mir sehr geschätzter Kollege von den Salzburger Nachrichten hat in einem Kommentar geschrieben, die Politik ist eigentlich sozusagen, könnte abdanken, denn wenn Politiker im Parlament versuchen, also quasi einige Milliarden zu bewegen. Wir reden zum Beispiel von dem österreichischen Sparpaket, das mit 27 Milliarden Euro geschnürt wurde. Dann ist das eine Riesengrätsche und dauert ewig und ist wirklich schwierig sozusagen zusammenzubekommen. Hingegen eine Ratingagentur wie eben Standard & Poor's zum Beispiel macht einen Federstrich und bewegt ein Vielfaches davon. Ist die Politik ausgeliefert? Also sind sie den Mechanismen einfach nur mehr ausgeliefert? Können sie nicht mehr agieren? Sie könnten agieren, wenn sie sich die Macht wieder zurücknehmen. Aber sie haben die Macht aus der Hand gegeben. Das ist aber gar nicht mal böse Absicht der Politiker, sondern es ist schlichtweg den Systemen geschuldet. Wie funktioniert das Ganze? Die Finanzwelt ist inzwischen so komplex, so mächtig geworden, da blickt kaum noch einer durch. Aus der Finanzwelt selbst sind es wenige Experten, die die einzelnen Produkte kennen, die Zusammenhänge verstehen. Es ist ein unglaubliches Spezialwissen. Das ist auf Seiten der Bürger, der breiten Masse, die auf der anderen Seite steht, der Gesellschaft, überhaupt nicht vorhanden. In der Politik ist dieses Wissen in der Regel auch nicht vorhanden. Die Minister, über die wir sprechen, die kommen aus ganz anderen Bereichen. Die haben sich mit 1000 Themen zu beschäftigen und haben von diesen Finanzspezialitäten so gut wie keine Ahnung. Also brauchen die irgendwoher, wenn sie eine Entscheidung treffen müssen, ja Know-how. Die müssen irgendwo dieses Wissen herbekommen. Wo kriegen sie es her? Von den Banken, weil nur dort dieses Wissen, dieses Herrschaftswissen sitzt. Die Banken
haben alleine in Berlin Hunderte von Mitarbeitern insgesamt, die nichts anderes machen als Lobbyarbeit, die ständig die Politiker belatschern, die ständig zum Mittagessen einladen, die ständig in Ausschüssen sitzen und sagen, okay, ihr habt ein Problem, wir helfen euch mit unserem Fachwissen, wir sagen euch, wie ihr es machen sollt. Das sind auch keine schmierigen, unangenehmen Menschen. Das sind sympathische Leute mit Familie, mit denen man sich gerne zusammensetzt, die natürlich in all diesen Gesprächen ständig also Problemlöser. Problemlöser, die ständig die Interessen der Banken in diese Gespräche tragen. Der Politiker hat aber keinen Gegenpol, keinen, der das mal kritisch sieht, sondern entweder Leute, die gar keine Ahnung haben oder eben diese eigenen Interessensvertreter. Und im Laufe der Monate nimmt der Politiker auch diese Haltung an und sagt, naja, ist nachvollziehbar, ist logisch, was der sagt und ich habe auch keinen anderen Impuls, also wird schon stimmen. Und dann wandern die Gesetzeslagen immer weiter in Richtung deren Interesse. Die Politik kann gar nicht mehr handeln, gibt es immer mehr aus der Hand und wir haben es so, wie in Deutschland haben wir jetzt einige Skandale aufgedeckt, wo große Bankhäuser Gesetzesentwürfe vorgeschrieben haben, die der Politiker nur per Copy-Paste direkt auf das Bundestagspapier übertragen hat und als Gesetzentwurf eingereicht hat. Also die Banken schreiben sich inzwischen die Gesetze vor, das sind unglaubliche Entwicklungen, die aber einfach darin liegen, dass in der Politik das Fachwissen in der Form nicht gegeben ist und hier müssen wir wieder ganz, ganz neue Strukturen schaffen. Wir haben jetzt sehr das Ohr sozusagen an die Probleme gelegt, die da sind. Und jetzt auch dieses Beispiel, wie könnte es denn gehen? Ich meine, wir haben eine Gewaltenteilung im demokratischen Staat. Es gibt die Judikatur, es gibt die Legislative, die Exekutive, aber es gibt eigentlich so eine richtige, ich weiß nicht, Monetative. Gibt es so etwas? Soll das machen? Ja, selbstverständlich. Wie würde das aussehen? Ja, wäre das ein Weg draus? Es gibt jetzt auch Forderungen, es gibt auch Organisationen, die eine Monetative fordern. Also praktisch eine geldgebende Gewalt, wenn man so möchte. Unabhängige staatliche Einrichtungen, so wie die Richter auch unabhängig sind, die sich eben ums Geld kümmern, die Geld zur Verfügung stellen. Wir haben heute ein System, in dem die privaten Banken Geld aus dem Nichts heraus schaffen. Sie schaffen Geld aus dem Nichts heraus und erhöhen damit ihre Macht. Einfachstes Beispiel. Was passiert denn gerade jetzt beispielsweise, wir haben jetzt die Entwicklung in Griechenland gesehen, in den Südstaaten. Die Notenbank stellt Geld zur Verfügung, die privaten Banken leihen sich dieses Geld für 1%, kaufen sich Anleihen von Italien für 6% und hinterlegen die als Sicherheit wieder bei der Zentralbank. Haben sich 5% rausgeschnitten ohne Risiko. Das Risiko liegt ja komplett wieder bei der Zentralbank. Mit welcher Begründung? Für was brauchen wir die private Bank dazwischen? Warum kann diese Zentralbank als Monetative das nicht direkt machen und mit den Staaten das Geld zur Verfügung stellen? Und wenn wir da weiterdenken, wieso denn kann die es nicht auch ohne Zins machen, zu sagen, wir stellen euch das Geld zur Verfügung, aber nur so viel, wie wir vernünftig erachten, wie notwendig ist, um den Wirtschaftswachstum des nächsten Jahres zu bezahlen. Dieses Geld kriegt ihr ohne Zins zur Verfügung gestellt. Dafür muss dann der Bürger nicht arbeiten, dafür muss dann der Bürger keinen Zins erwirtschaften, der bei privaten Banken landet, sondern der Staat könnte seinen Aufgaben nachkommen. Es sind viele Themen, wir könnten das jetzt wirklich nur an der Oberfläche greifen, aber diese Monetative, die Geldschöpfung, das Thema Geld, Umlauf wieder in die Hand eines staatlichen Organisation, aber unabhängigen staatlichen Organisation zu geben, das ist ein durchaus sinnvoller Gedanke. Schön, dass Sie ihn aufgegriffen haben. Es gibt ja da so auch eine, also ich finde es ein bisschen, ich würde nicht sagen pervers, aber ich könnte es mir denken dazu, dass ja Investmenthäuser Dinge verkaufen, die nicht existieren. Derivate. Wenn ich dem Dirk Müller etwas verkaufe, das ich nicht besitze, dann wird der Dirk Müller zu Gericht gehen und ich werde vermutlich neben der zivilrechtlichen Klage auch eine strafrechtliche wegen Betruges haben. Wieso geht das? Genau das ist der Punkt, weil viele Dinge einfach nicht verstanden werden, weil die Politik sie nicht versteht. Würde sie sie verstehen, würde sie sie vermutlich, wenn sie auch die Macht dazu hätte und die Macht der Banken nicht so groß wäre, verbieten. Ich möchte es an einem kleinen Beispiel festmachen. Da können wir auch gleich eine Begrifflichkeit klären. Credit Default Swaps, das ist so ein Begriff, der geistert ja schon seit 2 Jahren durch die Landschaft. Vorher wusste keiner, was das ist. Jetzt weiß auch noch keiner oder kaum einer. Das sind Kreditausfallversicherungen, Versicherungen. Die sind momentan wirklich gefährlich. Die richten Schaden an. Aber warum? Ich möchte es übertragen auf die persönliche Ebene. Nehmen wir an, Sie haben ein Haus. Wenn Sie dieses Haus gegen Feuer versichern, ist das eine gute Idee und ist sinnvoll. Aber wenn alle in ihrem Ort eine Versicherung abschließen würden, dass wenn ihr Haus abbrennt, dass die dann reich werden,
Das würden Sie nicht wollen. Da würden Sie sehr unruhig schlafen. Und deshalb ist sowas auch verboten. Sie dürfen nicht eine Versicherung auf das Haus Ihres Nachbarn abschließen. Sie dürfen nicht eine Lebensversicherung auf das Leben ihrer Schwiegermutter abschließen, wenn die dann nicht zustimmt. Und das ist gut so, weil dadurch Gefahren entstehen. Sie dürfen auf Ihr eigenes Leben, auf Ihr eigenes Haus abschließen. Okay, Kreditdefaultswaps. Warum, wenn jemand eine Anleihe des griechischen Staates hat, dass der die versichert, falls da was schief geht, dass sein Geld nicht weg ist, ist ja noch legitim. Aber wenn alle möglichen, die gar keine griechischen Anleihen haben, eine Versicherung abschließen können, die reich werden, wenn Griechenland pleite geht, das will der Grieche nicht, weil dann haben die, wenn sie mächtig genug sind, auch ein Interesse daran, dass es passiert, dass Griechenland pleite geht. Also Sie sehen, die Produkte an sich sind vielleicht gar nicht mal das Problem, sondern die Frage, wie sie eingesetzt werden. Diese Ausfallversicherungen, okay, aber es darf nur der abschließen, der auch die Anleihe hat. Das ist mit einem Federstrich des Politikers machbar, wäre kein großer Aufwand und ich möchte den sehen, der dagegen was sagen kann. Dass es diese Monetative nicht gibt, ist das gelungene Lobbyingarbeit der Bankenszene, der Banken? Industrie? Absolut, das kann man so sagen. Beispielsweise die Gründung der amerikanischen Notenbank Fed, die wie ich habe es zwischendurch erwähnt, den privaten amerikanischen Banken gehört. Diese Gründung im Jahr 1913 war eine Art Staatsstreich. Wer sich mit der Geschichte der Fed beschäftigt, der Gründungsgeschichte, es gibt ein wunderbares Buch, die Geschichte von das Monster von Jekyll Island, die Kreatur von Jekyll Island. Wer sich mit der Geschichte beschäftigt, mit der Gründung, der weiß, wie sowas funktioniert, wie über Jahrzehnte das Finanzwesen, die Finanzinstitute, sich diese Macht über den Staat zunehmend erarbeitet haben. Und das auch mit allen möglichen Variationen und Mitteln. Und das führt heute zu vielen, vielen Problemen. Und es ist ganz, ganz schwer, das auch wieder zurückzudrehen. Und wenn es nur teilweise ist, da wieder sinnvolle Mechanismen einzuführen. Weil, wie gesagt, auf der Bürgerseite oft dieses Verständnis dafür fehlt. Und die andere Seite daran natürlich kein Interesse hat. Und der Politiker dazwischen steht, zu der Seite immer mehr sich hingezogen fühlt, sei es pekuniär oder einfach, weil er das Know-how nicht hat. Also hier ist wirklich Arbeit der Bürger gefordert, sich schlau zu machen und dann die Stimme zu erheben, wo immer sie die Möglichkeit haben zu sagen, der Kaiser hat keine Kleider mehr an, zieht dem bitte mal was an. Einer dieser Kaiser, der keine Kleider mehr anhat, ist die österreichische Volksbankengruppe, die jetzt erst vor kurzem in Österreich auch mit Steuergeld, wo man versichert, dass dieses Steuergeld natürlich wieder zurückbezahlt wird und die Banken müssen alle dafür zahlen. Trotz alledem, was halten Sie von Bankenrettungen? Ist die Frage, warum ist das in dieser Form, in der es gemacht wird, nötig? Das passiert bei Unternehmen in der Regel auch nicht, dass sie gerettet werden. Vor allem noch, wenn es kleinere sind. Es bleibt immer das Argument, wenn die Bank nicht gerettet wird, dann ist das viel größerer Schaden, als wenn sie gerettet werden. Und das halte ich für einen Unfug. Man könnte das doch aufteilen und sagen, okay, wir retten die Kundengelder, wir retten die Kundeneinlagen der privaten Leute oder auch der kleinen Unternehmen oder der Unternehmen, die dort sind, wir retten die Kundengelder, aber lass die Bank abwickeln. Die Bank, es kann nicht sein, dass die Anteilseigner weiterhin ihre Dividenden bekommen, dass die weiterhin Aktionär sind und der Staat, der Bürger das Geld da reinschießt. Wir haben da in Deutschland uns dermaßen über den Tisch ziehen lassen. Ich bin offen gestanden jetzt mit den Details der österreichischen Bankenrettung nicht so vertraut, kann es jetzt nur für Deutschland sagen. Aber da haben wir uns von dem einen oder anderen Bankhaus dermaßen über den Leisten ziehen lassen. Das war schon eine wahre Pracht. Und es ist nicht nachvollziehbar, warum der Staat dann nicht sagen kann, okay, die Bank muss gerettet werden, okay, aber dann eine komplette Verstaatlichung. Ab jetzt gehört sie dem Staat. Den ganzen Müll, mit dem wir nichts zu tun haben wollten, die ganzen Zockerabteilungen, die machen wir dicht. Wir bewahren nur wirklich das Kundenkerngeschäft. Dafür, da helfen wir den Kunden und sehen zu, dass wir das Institut wieder ans Laufen bringen. Aber die Anteilseigner, die es in den Karren in Dreck gefahren haben, die sind raus. Die haben ihr Geld eben verloren. Wenn sie sich an irgendeinem Unternehmen beteiligen und das ist morgen pleite, ist ihr Geld auch weg. Warum soll das bei einer Bank anders sein? Und ich glaube, dass die Summen, die wir dafür aufbringen müssen, nicht höher wären, im Gegenteil niedriger wären, als so ein marodes System immer wieder am Laufen zu halten. Eines der Themen ist ja, dass jetzt immer heftiger diskutiert wird, es gibt ja nicht wie für normale Unternehmen, es gibt ja für Banken kein Insolvenzrecht, eigentlich. Und da taucht immer mehr die Diskussion auf, man sollte die Bank teilen in den Dienstleistungsbereich, der durchaus sozusagen das Potenzial auf Rettungswürdigkeit hat und auf den Investmentteil, der auf eigenes Risiko ist und dieses eigene Risiko
kann jetzt gut gehen oder auch schief gehen. Mittlerweile ist zurzeit ist ja alles sozusagen in einem verwaschen und in einer, unter Anführungszeichen, in einer Bilanz zu finden. Absolut. Würden Sie einem Bankeninsolvenzrecht sozusagen, werden Sie da ein Vorkämpfer dafür? Definitiv, wäre absolut sinnvoll. Und dieses Trennbankensystem, natürlich ist das sinnvoll. 1929, der große Crash in den USA und weltweite Wirtschaftskrise, hat auch darin seine Ursache mitgehabt, genau in dieser verbundenen Verbindung zwischen den Banken und den Zockerabteilungen und den Dingen, dem Investmentbanking, was mit dem eigentlichen Anlegen von Geld gar nichts zu tun hat. Das wurde danach getrennt, und zwar brutal getrennt, in Banken, die eben das Kundengeschäft, das ganz normale Einlagengeschäft, die Abwicklung des Zahlungsverkehrs gemacht haben und denen, die eben spekuliert haben, die Investmentgeschäft gemacht haben, die riskante Geschäfte eingegangen sind. Aber auch da, der Mensch vergisst, die Lobby arbeitet, und es war dann die Marionette Ronald Reagan und in dieser Phase, in der die Banken wieder besonders mächtig wurden und das wieder aufgelöst haben. Und dann konnte man wieder das in einem Haus vereinen, und man hat die Fehler, die man vor Jahrzehnten gemacht hat, aber wohl wieder vergessen hatte, die hat man wiederholt. Jetzt haben wir das gleiche System, wir haben das gleiche Problem, die Banken gehen pleite, man kann sie nicht pleite gehen lassen, weil dann geht ja alles den Bach runter, also muss man sie wieder retten. Wir diskutieren wieder in Trend Bankensystem. Es muss erst einmal heftiger werden, bevor es kommt. Es wird auch wieder kommen. In Amerika ist man die ersten Schritte dahin schon gegangen. Es wird wieder zum Trennbankensystem kommen. Wir werden wieder ein paar Jahrzehnte Ruhe haben, und dann geht das Spiel von vorne los. Wir lernen einfach nicht aus der Geschichte. Ich möchte ein wenig in die Zukunft blicken. Ist natürlich auch Spekulation letztlich, aber Sie sind ja doch ein sehr intensiver Kenner der Situation. Wie steht denn Europa jetzt wirtschaftlich gesehen, wenn wir die Rettungsschirme, die Länderrettung in Griechenland, Spanien könnte kommen, Portugal könnte noch kommen, ja, selbst von Italien war die Rede, das ist jetzt wieder ein bisschen versiegt, da ist das Thema momentan nicht so da. Wie stehen wir da in, sagen wir, 10 Jahren? Europa könnte extrem stark dastehen, wenn wir die richtigen Schritte gehen. Wir müssen ganz an den Anfang unseres Gesprächs zurück, da wir über den Euro gesprochen haben. Wir kommen auf einen Sumpf zu. Wir stehen schon mit den Füßen in den ersten Metern des Sumpfs. Wir können zwei Möglichkeiten gehen. Rechts oder links um den Sumpf rum. Mittendurch wäre die schlimmste Variante. Die gehen eine wir Möglichkeit, momentan mittendurch? Ist im Moment gehen wir mittendurch. Ist das die Tendenz? Eine der sinnvollen Varianten rechtsrum wäre zu sagen, so, wir wollen ein gemeinsames Europa. Wir wollen ein starkes Europa. Wir machen ein gemeinsames Konto. Wir machen die Vereinigten Staaten von Europa. Wir machen jetzt, wir spucken dem Teufel auf den Kopf, alle politischen Willen zum Trotz, wir machen jetzt ein gemeinsames Europa, föderales System, jeder Staat ist für viele Dinge selbstverantwortlich, aber die großen Probleme lösen wir gemeinsam. Gleiche Steuersysteme, gleiche Renteneintrittsalter etc. Auch dann werden wir Transferzahlungen haben, wie wir es auch jetzt schon zwischen den Bundesländern haben. Aber das wird immer so sein. Aber wir können damit mit einer gemeinsamen Währung auch arbeiten, dann können wir einen gemeinsamen Euro haben. Variante 2, wir gehen links um den Teich rum, sagen nein, das wollen wir nicht. Wir wollen weiter absolut souveräne Staaten in Europa haben, die zwar sich in vielen Dingen abstimmen, aber ansonsten keiner dem anderen reinreden kann. Dann können wir auch kein gemeinsames Konto machen. Dann muss jeder für seine Schulden haften, dann braucht jeder auch seine eigene Währung. Das wäre problemfrei. Wir gehen links um den Teich rum. Wir arbeiten weiter eng zusammen in Europa, helfen uns gegenseitig, machen Strukturausgleich, alles prima, und können ein starkes Europa werden und am Ende vielleicht doch irgendwann nochmal diesen nächsten Schritt gehen. Aber momentan gehen wir mitten durch den Sumpf rum. Jeder macht, was er will, aber wir haften füreinander. Und das führt für alle in die Katastrophe. Ich möchte vielleicht ein ganz plastisches Bild wählen, wenn Sie mir das erlauben. Nehmen wir an, Sie wohnen in einem Mehrfamilienhaus. In Ihrer Nachbarschaft wohnt eine hübsche junge Dame. Die kann mit dem Geld nicht umgehen, ständig pleite, mit anderen Männern unterwegs und ist ständig hinter dem Geld her. Plötzlich der Gerichtsvollzieher kommt, klingelt, da kommt die junge Dame auf eine tolle Idee, klopft bei Ihnen und sagt: Was halten Sie davon? Wir machen ab jetzt ein gemeinsames Konto. Jeder bleibt in seiner Wohnung, ich lebe mein Leben weiter wie bisher, aber wir haften gemeinsam füreinander. Das würden Sie nicht wollen. Würde die junge Dame würde die junge Dame sagen, Mensch, komm, wir haben uns lieb, wir ziehen zusammen, wir machen ein gemeinsames Konto, wir entscheiden künftig gemeinsam über die Ausgaben, dann würden Sie sagen, Mensch, bist ein ganz schönes Luder, aber bist eine Nette, wir machen das, ich helfe dir da raus und sehen zu gemeinsam, dass das künftig nicht mehr passiert, indem wir gemeinsam über die Dinge entscheiden. Das könnten wir auch machen. Aber was wir im Moment tun, das eine wäre, jeder macht seins, wir gehen rechts rum, wir ziehen zusammen mit allen Konsequenzen, wir gehen links rum.
Aber was wir im Moment machen, jeder bleibt in seiner Wohnung, jeder macht weiter, wie er will, und wir haften gemeinsam. Wir gehen momentan mitten durch den Sumpf durch. Und das ist die schlimmste Variante. Und wenn wir das durchziehen, dann hat Europa schlechte Karten. Wir müssen uns für rechts oder links entscheiden. Dann werden wir ein starkes Europa haben. Wir sind kreativ, wir sind produktiv, wir sind ein Kontinent der Erfinder, der Produktivität. Wir haben alle Voraussetzungen. Wir müssen sie nur nutzen und dürfen uns das nicht zerschießen lassen. Wenn der kleine Christoph und der kleine Dirk, um es so zu formulieren, da vor diesem globalisierten System stehen, wie schaffen wir es, dass wir einigermaßen unbeschadet durchkommen und nicht vom Riesenschneeball, Sie haben es ja heute schon einmal angesprochen, der sich da gebildet hat und noch weiterbildet, erdrückt werden. Das heißt, wie schauen wir, dass wir mit unseren Ersparnissen, mit unseren Anführungszeichen Finanzierungsmöglichkeiten nicht unter die Räder kommen? Erstmal würde ich sagen, das Wichtigste ist, auch wenn man es im Moment anders vorgelegt bekommt, nicht mehr Schulden machen, als sein muss. Keine Schulden für Konsum, für Fernseher und das neue Auto und dies und jenes, wenn es nicht wirklich absolut alles durchfinanziert ist, sondern wirklich dann eher langsam angehen. Wenn man ein bisschen was auf der Naht hat, ein bisschen, und wenn es nur kleine Gelder sind. Ich würde mich momentan wirklich in realen Werten wohler fühlen. 10-20% Edelmetalle, Gold, Silber, physisch anfassbar. Vergessen Sie die ganzen leeren Versprechungen, das ist irgendwo im Gotthard-Massiv hinterlegt oder das ist ein gedeckter Fonds, vergessen Sie es. Kaufen Sie es anfassbar. Münze Österreich, die machen wunderbare Dinge, Philharmonika in Gold und Silber. Da können Sie draufbeißen, den können Sie mitnehmen. Das haben Sie. 10-20% des angelegten Geldes sollte da sein. Sie besitzen damit etwas, was seit 5000 Jahren nicht wertlos geworden ist. Und das wird die paar Jahre, die wir haben, auch noch durchhalten. Sie werden damit immer was zu essen kriegen. Sie werden damit immer das Landschulheim für Ihre Kinder oder sonst irgendwas bezahlen können. Diese 10-20%, nicht wegen Preissteigerungen, nicht wegen Inflationsschutz oder sonst was. Sie besitzen etwas, was nie wertlos wird, als goldenes Ruhekissen, was einen guten Schlaf macht. Darüber hinaus würde ich verstärkt momentan investieren in Aktien, in langfristig gute Unternehmen, die eine vernünftige Dividende zahlen. Wir unterschätzen immer die Dividende als Anleger. Das ist, auch hier wirkt der Zinseszinseffekt, wenn ich jedes Jahr eine Dividende des Unternehmens bekomme und das wieder in das Unternehmen investiere, indem ich neue Aktien kaufe. Da kommen über die Jahre richtig schöne Summen zusammen. Also das nicht unterschätzen. Stabile Unternehmen, die man kennt, deren Geschäftsmodell man versteht, deren Produkte man selbst gerne verwendet. Daran sollte man sich orientieren und langfristig immer wieder in diese Dinge zu investieren. Das ist die vernünftigste, auch volkswirtschaftlich vernünftigste Anlageform, die wir haben. Und es ist auch für den eigenen Schutz mit Sicherheit eine positive. Dass man natürlich die Liquidität nicht außer Acht lassen muss und trotzdem eine gewisse Form Bargeld auf dem Tagesgeldkonto zur Verfügung haben sollte, um seine Ausgaben zu bewältigen, um den Urlaub zu finanzieren, andere Dinge, die Wohnungseinrichtung. Es ist ja momentan so, ich meine, die Preise steigen in allen Bereichen, Treibstoff ist nahezu, überspitzt formuliert, nahezu nicht mehr vorstellbar. Man hat vor einigen Jahren noch gelacht, dass der Treibstoffpreis einmal 20 Schilling sein könnte. Wir sind in Österreich jetzt bei 1,50, was in etwa 20 alten österreichischen Schilling entsprechen würde. Und man zahlt halt auch. Ja? Also die Decke, die Finanzdecke, die jeder Einzelne zur Verfügung hat, wird ja kräftig angeknappert. Und wenn da nicht die eine oder andere Waschmaschine noch dazwischen kommt, dann hat man vielleicht ein paar Euro, die man sich auf die Seite legen kann. Und da gab es ja früher die großen Verführer, ja, Fonds sparen und mit Sicherheitszertifikaten und all das. Mittlerweile ist man auch, und so ist die Sparquote in Österreich auch so, dass sie wieder zum Sparbuch zurückgeht. Nur das Sparbuch wird wieder von der Inflation sozusagen aufgefressen. Was tue ich? Ich gehe also zu alten Werten zurück. Ist das der einzige Weg? Oder ist das Sparbuch ist ja an sich auch schon ein alter Wert? Und das Sparbuch ist kein Wert. Das Sparbuch ist nichts anderes, als dass Sie das Geld Ihrer Bank leihen. Ich würde es nicht machen. Das Sparbuch ist die schlechteste aller Varianten. Also zumindest, wie gesagt, auch hier, ich kenne die österreichischen Spezialitäten nicht. Das deutsche Sparbuch ist etwas, was ich absolut abrate. Es ist wirklich eine Marketingmaschine der Banken gewesen, das Geld praktisch für null zu bekommen und der Bürger kommt auch nicht mal dran, sondern hat noch Kündigungsfristen einzuhalten. Dann nehmen Sie lieber ein Tagesgeldkonto, da haben Sie den gleichen Effekt. Sie bekommen vielleicht sogar ein bisschen höhere Zinsen und Sie können jeden Tag ohne Grenzen an dieses Geld ran. Das Sparbuch würde ich da außen vor lassen. Tatsächlich, normalerweise würde ich sagen, teilen Sie Ihr Geld auf. Sie brauchen reale Werte, Aktien, Edelmetalle, Rohstoffe klammern wir hier mal aus, vor allem
Finger weg von Spekulation mit Lebensmitteln. Das mal ganz groß, wäre aber wahrscheinlich ein eigenes Thema. Was das Geld angeht, Sie müssen ja ein bisschen was anlegen. Tagesgeld geht, das kann man machen. Sie haben aber schon mehr Geldwert, schon mehr Anleihen, als Sie glauben. Die allermeisten zumindest. Wenn eine Lebensversicherung hat, eine Rentenversicherung. Der allergrößte Teil in diesen Lebens- und Rentenversicherungen sind Staatsanleihen. Also Sie besitzen schon sehr, sehr viele Staatsanleihen. Wenn Sie Anspruch auf eine staatliche Rente haben, ist das nichts anderes als eine Staatsanleihe, die Sie da haben. Wenn der Staat pleite geht, ist auch das weg. Also überlegen Sie sich, ob Sie wirklich im Vergleich zu dem, was Sie jetzt schon an Anleihen haben, ob Sie dafür im Verhältnis dazu auch genug reale Werte haben oder ob es daran hapert. Und dann würde ich mir wirklich überlegen, ob ich mir vielleicht doch ein paar Aktien zulege. Klar, schwanken die. Wir können auch nochmal massiv unter Druck kommen. Aber hier gibt es Strategien, auch dagegen was zu machen. Aber ich glaube, das würde auch hier jetzt den Rahmen sprengen. Es ist letztlich alles, was sozusagen Geldanlage betrifft, trotzdem auf eine gewisse Art und Weise Spekulation, jedenfalls Risiko. Es ist auch Risiko, Goldmünzen zu kaufen. Der Goldpreis ist derzeit auf einem, also sehr hoch. Macht es Sinn, jetzt noch Gold zu kaufen? Ich würde Gold nicht als Spekulation sehen, als damit verdiene ich viel Geld, sondern ich würde es wirklich nur als etwas betrachten wollen, was nie wertlos wird. Sein Preis schwankt immer, gar keine Frage. Und der kann auch mal deutlich nach unten schwanken, aber es wird nie auf Null gehen. Ich werde immer dafür was zu essen, was zu trinken kaufen können. So würde ich das sehen, diese 10 bis 20%. Es ist momentan sehr teuer, aber wenn man auch hier immer wieder regelmäßig was kauft, dann hat man mal billig, mal teuer gekauft, per Saldo geht sich das aus. Aber vielleicht, lassen Sie mich noch einen Tipp loswerden, der ist für jeden umsetzbar und der bringt mehr als jede Rendite auf dem Sparbuch oder auf sonstige Anlageformen. Ich mache gerne die Frage, wenn ich mit mehreren Leuten im Vortrag stehe oder ähnliche Veranstaltungen, dass ich mal frage, wer führt denn noch ein Haushaltsbuch? Und das sind nicht mal 10%, meistens sind es eher 3 bis 4%, die noch ein Haushaltsbuch führen. Unsere Vorfahren haben das immer gemacht. Kennen Sie irgendein Unternehmen, das keine Bilanz führt, das keine Gewinn- und Verlustrechnung führt? Warum? Weil die sonst pleite wären, weil sie nicht wissen, wie es läuft. Wir Bürger glauben, dass wir unsere Ein- und Ausgaben vollkommen im Kopf haben und das problemlos bewerkstelligen können. Das ist ein Irrglaube. Und es macht wirklich Sinn, sich das mal aufzuschreiben über ein paar Monate. Was geht rein, was geht raus, auch die kleineren Beträge, und das mal hochzurechnen und zu wissen, was man da eigentlich tut. Ich möchte es an einem ganz kleinen Beispiel, wenn Sie mir das gestatten, plastisch machen. Man hat so Spleens. Der ein oder andere geht vielleicht gerne mal auf dem Weg zur Arbeit bei so einem Coffeeshop vorbei, Starbucks oder wie die alle heißen, und nimmt sich für 3,10 Euro einen Latte Macchiato mit. Das kann man machen. Aber man soll sich im Klaren sein, was man da tut. Wenn Sie das 20 Jahre machen, jedes Mal auf dem Weg zur Arbeit, an den Geschäftstagen, dann sind es auf 20 Jahre über 14.000 Euro. 14.000 Euro, das ist eine dreimonatige Weltreise auf der Queen Mary 2 rund um den Globus für einen Milchschaum im Pappbecher. Das kann man machen. Aber man soll sich klar sein, was man da tut, ob man es nicht doch vielleicht lieber 10 Minuten früher zu Hause aus der Maschine lässt oder 10 Minuten später vielleicht im Büro für 30 Cent aus dem Automaten holt, ob das wirklich der sein muss. Und wenn Sie sich das überlegen, ich glaube, bei dem einen oder anderen Zuschauer kommt jetzt so die eine oder andere Nummer, wo er selbst sagt, oh ja, da habe ich auch noch so ein Spleen oder da geht's Geld weg. Wenn es Ihnen das wert ist, wenn Sie sagen, das brauche ich unbedingt, machen Sie es. Aber machen Sie sich den Spaß, mal diese Sachen aufzuschreiben und mal hochzurechnen, was heißt es, was gebe ich in den nächsten 10, 20 Jahren dafür aus und ob Sie mit den Summen nicht was ganz anderes anfangen können. Da kommen unglaubliche Beträge raus und wenn Sie die jeden Monat zur Seite legen, sagen, ich spare mir den Spleen und das Geld nehme ich jeden Monat zur Seite und kaufe mir eine Silbermünze von der Münze Österreich oder eine Goldmünze, nur dass es nicht weg ist, das muss ich gar nicht verzinsen. Dann kommen Summen raus, da müssen Sie sich über Altersvorsorge nur noch beschränkt im Kopf machen. Dirk Müller, Sie wirken ein wenig wie vom, und gestatten Sie mir bei allem Respekt diesen Vergleich, vom Saulus zum Paulus. Sie sind ja Teil des Systems gewesen und sind es ja immer noch. Sie sind es noch immer. Haben Sie noch viele Freunde am Börsenparkett? Ja, sogar sehr viele. Und ich wehre mich auch ein bisschen, wobei der Verdacht natürlich nahe liegt mit dem Saulus und Paulus, aber ich wehre mich ein bisschen gegen, weil ich war noch nie der Saulus. Ich habe in den 20 Jahren an der Börse wesentlich mehr Menschen mit sehr hohen ethischen Moralvorstellungen kennengelernt als Schweinehunde. Leider bestimmen die Schweinehunde die Titelseiten und die großen Geschäfte. Aber die Börse, ich bin Börsenmakler. Als Börsenmakler, die Aufgabe der Börse war es immer, Leute mit tollen Ideen, aber ohne Geld
zusammenzubringen mit Menschen, die Geld haben, aber keine Idee, was sie mit anstellen sollen. Die habe ich zusammengebracht. Ich habe viele Börsengänge an der Börse gemacht, wo genau das passiert ist, wo dann ein Unternehmen gegründet wurde, das Maschinen gekauft hat mit diesem Geld, Arbeitsplätze geschaffen hat. Das war Börse. Der Zweithandel, das Handeln mit den Aktien, war notwendig, damit der, der sich jetzt an dem Unternehmen beteiligt, nicht zeitlebens dran gebunden ist, sonst hätte er es vielleicht nicht gemacht, sondern auch morgen sagen kann, nee, komm, ich nehme das Geld da raus und gebe es einem anderen Unternehmen. Das war der Zweithandel. Und das ist die Börse, die Finanzwelt, hat viele Bereiche, die sehr wichtig sind, die gut sind, die die Wirtschaft voranbringen. Die Finanzwelt, dieser Teil der Finanzwelt, ist der Dienstleister der realen Wirtschaft. Wichtig, gut, und diesen Platz muss ich einnehmen. Und dafür stand ich immer und dafür mache ich auch heute den Mund auf. Aber es gibt einen großen Teil der Finanzwelt, die eben diese Funktion nicht erfüllt, die sich nur um sich selbst dreht, die sich zum Herrscher aufgeschwungen hat über diese reale Wirtschaft, die Peitsche schwingt und das ganze System gefährdet. Und ich versuche, diese Trennung hinzukriegen. Nicht die gesamte Finanzwelt ist böse und schlecht, aber es gibt Exzesse und gegen die mache ich mich sehr stark und mache mich stark für dieses anständige Bankwesen. An der Börse, es gibt so den schönen Begriff der hanseatischen Kaufmannsehre. Und dafür, Gott sei Dank, hatte ich immer diese Mentoren und auch Vorgesetzten, die das ähnlich gesehen haben. Ein Geschäft ist dann ein gutes Geschäft, wenn es für beide Seiten gut ist. Leben und leben lassen. Gute Geschäfte, ehrliche Geschäfte miteinander machen und nicht den anderen über den Tisch ziehen. Das war die Börse, wie ich sie kennengelernt habe. Dort stand ich mit den Kollegen über 10, 20 Jahre Auge in Auge gegenüber. Da haben sie den anderen nicht wegen einem kurzen Geschäft über den Tisch gezogen, weil sie wollten mit dem noch jahrelang Geschäfte machen. Also hat man faire Geschäfte miteinander gemacht. Und wenn der am nächsten Tag kam und sagte, Mensch, ich habe einen riesen Bock missgebaut, ich habe da einen Fehler gemacht, kannst du mir helfen? Dann hat man den rausgelassen, auch wenn es auf den eigenen Geldbeutel geht. Man hat ihm geholfen. Einmal, zweimal. Wenn es zu viel wurde, hat man da auch Regeln finden müssen. Aber das kam nicht vor. Es war eine Kaufmannsehre. Und dazu muss die Wirtschaft draußen wieder kommen. Wir brauchen nicht dieses angloamerikanische Ellbogen und ich bin der Stärkste. Wir brauchen ein faires Finanzsystem, ein faires Wirtschaftssystem, wo alle fair miteinander arbeiten. Und dafür mache ich mich stark. Und das auf allen Ebenen, ob es beim Bürger draußen ist, ob es für die Unternehmen ist oder eben die Finanzwelt. Wir brauchen wieder hanseatische Kaufmannsehre auf allen Seiten. Ich hoffe, Ihre Wünsche gehen in Erfüllung. Ich danke für die Zeit, die Sie gehabt haben und auch für die tiefen Einblicke, die Sie in das Finanzwesen gegeben haben. Herzlichen Dank, Dirk Müller. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Weiterhin informatives Fernsehen mit ORF 3 Kultur und Information. Guten Abend. I need dollar, 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 that's what I need.